Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man seinen Bildschirm aufnehmen kann. Dazu habe ich mir HyperCam 3 rausgesucht. Das ist ein kostenloses Programm, was man sich einfach im Internet runterladen kann. Warte mal, ich mach's mal. So, da haben wir es hier schon. Bei Chip Download. Das ist dann nicht okay. Hier dann zum Download. Und hier vom Chip Server downloaden würdet ihr jetzt machen, aber ich mache das nicht, weil ich hab's ja schon und ich nehme jetzt gerade damit auf. So, und jetzt werde ich euch mal die Funktion von HyperCam 3 zeigen. So, das ist praktisch das Interface, das Erscheinungsbild. Aber von diesem linken Button hier dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Das ist nur, weil ich gerade aufnehme. Um aufzunehmen, hat man drei Varianten. Einmal, man nimmt nur einen bestimmten Bereich des Bildschirms auf. Dann kann man praktisch ein rechteckiges Fenster aufziehen und nur da drin in dieser Region nimmt man auf. Man nimmt den ganzen Bildschirm auf. Ja, nimmt man halt den ganzen Bildschirm auf. Oder man nimmt nur ein Fenster auf. Und das passt sich auch dann immer den Fenster an. Hier sind einmal die Startkoordinaten von meinen Rechten und hier ist halt die Größe. Ja. Hier unten könnte ich es jetzt pausieren oder die Aufnahme beenden. Und hier kann ich mir die letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe, angucken. Ja. Dann hier bei Optionen, da habe ich einmal Video-Option. Hier kann ich die Kompression auswählen, da sind aber die automatischen Vorgaben schon ziemlich gut. Hier kann ich auswählen, wie viele Bilder es pro Sekunde machen will. Da bin ich jetzt bei 20, aber man muss da auch aufpassen, dass man nicht zu viele nimmt, weil das ist auch die Ressourcen des Computers. Und hier kann ich Schlüsselbilder eingeben, wie oft eins gemacht werden soll. Ja, hier kann ich praktisch den Speicherort von den Filmen raussuchen. Wenn ich hier drauf klicke, dann öffnet sich so ein kleines Fenster, wo ich mir dann im Verlauf einen Zielordner raussuchen kann. Das ist hier Film und Video für YouTube und dann HyperCam. Okay. Dort soll das Video jetzt gespeichert werden. Kommen wir zum nächsten Punkt, Audio. Da muss ich hier erstmal ein Häkchen setzen. Wenn ich Sound aufnehmen will, dann könnte ich hier mir mein Mikrofon raussuchen und die Lautstärke. Hier ist die Audio-Kompression, liest aber auch automatisch schon ziemlich gut. Hier könnte ich jetzt noch eine Audioverzögerung einstellen. Ja, bei den Extras, da kann ich einmal angeben, ob mir meine Maus angezeigt werden soll und ob es einen erhöhten Mausklick-Sound geben soll. Und ich kann mir hier noch anzeigen lassen, dass wenn ich klicke, so ein roter Stern aufblinken soll. Ja. Okay, kommen wir zum Interface. Da habe ich hier einmal, kann ich... Okay, kommen wir zum Interface. Da kann ich hier einmal angeben, wie der Rahmen aussehen soll, der um das Aufnahmekästchen ist. Wartet, ihr könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich werde es euch jetzt mal einblenden. Ja, hier kann ich die Sprache auswählen, da gibt es leider nur Englisch und Russisch, Deutsch gibt es leider nicht. So, dann hier kann ich mir die Hotkeys einstellen, für Aufnahme, Anfang und Pause ist standardmäßig F2 eingestellt, die Aufnahme zu beenden ist F3 eingestellt und für einen Screenshot während der Aufnahme F4, das ist standardmäßig so und das habe ich eigentlich auch schon die ganze Zeit zugelassen, weil damit komme ich ziemlich gut zurecht. So, das war's eigentlich schon. Wenn ihr euch mehr für Grafik und GIMP interessiert, dann abonniert mich doch.
Ich habe bei mir schon eine ganze Menge Speedarts hochgeladen und werde demnächst auch mit Gimp Tutorials anfangen.